verändern. Atriox. Und der Letzte, den du je sehen wirst. Okay, Daddy hört zu. Sagst du Hi? Und zeig Daddy, wie groß du bist. So groß. Gut, und jetzt sing. Bisschen in der Grube. Schön gesungen. Und jetzt, du fehlst mir. Fehlst mir. Und hab dich lieb. Ich lieb Daddy. Und, ja gut, sagst du... Wir sehen uns bald. Wir sehen uns bald. Okay, und jetzt... Bye. Bye. Hier spricht UNSC Pelican Echo 216. Hören Sie mich. Hier spricht UNSC. Anscheinend sind die Energiezellen durch. Panzerung stillgelegt. Überlebensmodus aktiv. Ich versuche, ihn zu umgehen. Okay. Falls Sie mich da drin hören. Ich hoffe, Sie sind bereit. Bitte nicht sterben. Bitte. Nicht. Sterben. Zurück, Chief. Ich habe den Rest Energie in Ihren Anzug geleitet. Ich sehe einen Fehler auf der Kalibrierungsmatrix, zumindest halte ich das für eine Kalibrierungsmatrix. Okay, dem Licht folgen. Hochsehen. Und jetzt runter.
Sieht gut aus. Jetzt mal rechts. Fehlt nur noch links. Visierdaten und Motorik scheinen zu funktionieren. Aber es gibt wohl ein Problem mit den Servos in Ihren Händen. Bewegen Sie sie. Ganz ruhig. Sie waren eine ganze Weile da draußen. Irgendwo hier drin war doch was für eine Diagnose Ihrer Panzerung. Hey, 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 ganz ruhig, Großer. Sie sind... Lagebericht. Lagebericht? Was? Sie sollten das hier sehen, Chief. Es ist aus. Wir haben verloren. Für uns gibt es hier nichts mehr. Ich weiß nicht mal, wo hier ist. Nein. Nein, 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 nein. Nicht Sie. Nicht schon wieder. Wir müssen fliehen. Ich brauche eine Waffe. Eine Waffe? Mehr habe ich nicht. Das genügt. Moment mal. Was haben Sie jetzt vor? Improvisieren. Tür schließen. Sind Ihr Job. Ich verschaffe uns Zeit. Solange der Stasestrahl aktiv ist, hängen wir fest. Ihn ab. Stasestrahl. Wach. Alles. Aber wie kommen Sie zurück? Mir fällt schon was ein. Feindliche Schiffe Stasestrahl gefangen. Erstes Gens ergebnislos. Truppen senden in Hangar 1. Chief, was auch immer Sie vorhaben, bitte schnell! Was? Das stimmt nicht! Er ist tot! Yeah!
Wir beugen uns niemals. Und wir knien. Das Hologramm. Atriox. Er führte den Angriff auf die Infinity. Er suchte nach irgendwas. Er hat alle getötet. Ich weiß. Ich traf ihn. Gemeinsam sind wir unbesiegbar. Wir sind die Verbannte. Ich zeige dir. Er ist genau jetzt an Bord der Gegner. Da ist er. Töten. Hast du Angst? Mensch, was warst du hier jetzt? Endlich!
Du lebst schon zu lange. Neues Problem. Wir? Wir müssen hier verschwinden. Ich arbeite dran. Bitte schneller. Der Pelikan ist gleich an Bord und hat immer noch keinen Saft. Die dürfen mich nicht kriegen. Gesperrt. Erfordert einen Hack. Okay. Und können Sie das? Nein. Neuer Plan. Das Schiff hochjagen. Sie wollen das Schiff zerstören? Mit uns an Bord? Ich werde hier drauf gehen. Es verlaufen Kühlleitungen zu den Hauptantrieben. Und? Ich heize uns etwas ein. Ich bin noch nicht fertig. Los, schneller! Ich sehe sie schon! Brutes! Die Kampfzwerge! Die warten! Retten Sie mich! Bitte! Wir erwarten seit so einfache Beute.
Also, lauf, Spartan. Wir sehen uns. Wo sind sie? Der Pelican ist umzingelt sie. Oh Gott, sie versuchen reinzukommen. Auf dem Weg. Schneller!
Leben Sie noch? Bin hier. Okay, nur einen Moment. Ich komme Sie holen. UNSC Infinity on. UNSC Infinity. Klasse Superträger. Besatzung 7150. Nicht gefunden. Nahfeldumgebungsscan. 1986 UNSC-Kennungen. Status. Verstanden. Der Master Chief lebt? Atriox versicherte, er sei tot. Ist das kein Grund für Zorn? Nein. Ich bin von eurer Kraft durchströmt. Du versprachst uns Rache, Vorherrschaft, Erneuerung. Wer gefährdet das alles? Stellst du mich etwa in Frage? Atriox Vision? Atriox ist tot. Seinetwegen sitzen wir hier fest. Wir werden nie wieder zu Kreuze gerissen. Nicht vor der Allianz. Den Propheten. Vor ihr. Dieser Ring wird instand gesetzt. Bitte. Dann habt ihr eure Rache. Schwertträger, folge dem Spartan. Unbemerkt, ich will alles über ihn wissen. Das war's, oder Chief? Wenn wir noch länger hier bleiben, kommen Sie zurück. Sie werden uns finden und töten. Wonach suchen Sie da? Übereinstimmung. Signal lokalisiert. Wegpunkt geladen. Da ist nichts. Sie suchen an der falschen Stelle. Wir müssen nach Hause. Wegpunkt anzeigen. Bitte Umgehung der manuellen Steuerung. Tu es. Autopilot aktiviert. Halt, was? Ist das Ihr Ernst? Was wollen wir da unten? Die Verbannten wollen uns auslöschen. Uns alle. Ja und? Sollen wir sie etwa allein aufhalten? Ich sagte doch, es ist aus. Wir brauchen Hilfe. Keine Heldentaten. Nein, wir tun unsere Pflicht. Die Menschheit schützen. Um jeden Preis. Ich kann nicht der Einzige sein. Eintritt in die Atmosphäre. Autopilot schaltet ab in 5. Wir haben eine neue Mission. 4. Welche? Was ist da unten? 3. Eine Waffe. 1. Eine Waffe? 1. Wie viele Knarren brauchen Sie? Was ist los mit Ihnen? Ich nehme nie wieder einen Spartan mit. Das ist eine furchtbare Idee. Die kommen uns holen. Sie alle. Richtungen. Es ist nicht sicher. Rückzug. Okay, okay. Die Verbanden. Achtet auf meinen Wurf. Achtung.
Angreifer. Alle Richtungen. Es ist nicht sicher. Rückzug. Okay, okay. Geschwader ist auf dem Weg. Anders. Ich sehe einen Zugang in der Wand vor mir. Reingehen, Waffe finden, dann können wir weg. Stimmt's? Nimm das! Er zielt auf Bruce! Schuss aus, Held!
Ich reiße die Panzerung nach dem Tod runter. Dieses Risiko wert. Mehrere feindliche Schiffe auf dem Weg hierher. Zu viele. Uns läuft. Ganze 6 Monate. Wo waren Sie? Was ist passiert? Wo ist Cortana? Die abtrünnige KI Cortana ist fort. Sie wurde gelöscht. Wie? Von dir? Natürlich nicht. Haben Sie sich den Kopf gestoßen? Wissen Sie noch? Meine Aufgabe war das Betreten der Installation, imitieren Cortanas und sie bis zur Bergung einzusperren. Und Sie sollten sie zur Löschung auf die Infinity bringen. Wenn Sie es nicht waren... Na gut. Und noch etwas. Nach erfolgreichem Einsatz sollte eigentlich meine Löschroutine ablaufen. Bin noch hier. Gut. Gut? Mein Programm hat versagt. Ich sollte nicht hier sein. Sie müssen mich löschen. Nein. Nein. Ich wurde für genau einen Zweck erschaffen und dieser ist obsolet. Meine Mission ist vorbei. Es gibt eine neue. Die Verbannten wollen diesen Ring einsetzen. Das müssen wir verhindern. Erstens, was sind die Verbannten? Zweitens haben Sie vielleicht bemerkt, dass ein erheblicher Teil dieser Installation beschädigt ist. Ein Einsatz ist unmöglich. Und drittens, Sie bräuchten dafür einen Aktivierungsindex. Cortana hatte den Index. Ich hatte auch Teile davon. Etwas hat eine Löschung verhindert. Wir müssen wissen, warum. Aber das war nicht die Mission. Missionen ändern sich. Immer. Sind Sie sicher? Hast du das? Nein. Meine Entfernung hat eine Reaktion des Rings ausgelöst. Sie müssen das verstehen. Es bleibt nicht viel Zeit. Wenn du wüsstest, wie du stirbst, was würdest du dann in deinem Leben verändern? Diese Stimme, das ist Cortana. Nein, das ist sie nicht. Nur Staub und Echos. Was sagst du da? Wieso? Bloß Datenteile, die zirkulieren, bis ihnen die Energie ausgeht. Überall um uns. Heute wurde ich als gefühllose Maschine bezeichnet. Sie haben die Gesichter gesehen. 75 gesunde Probanden. Handverlesen.
Perfekt für das Programm. Sie werden nicht alle überleben. Ich weiß das und habe mich damit abgefunden. Größtenteils. Bei einem Probanden hoffe ich persönlich darauf, dass er das alles übersteht. Er ist hervorragend für das Bevorstehende geeignet. Er hat eine Nummer erhalten. 1-1-7-1-7. Da vorne ist irgendwas. Ich spüre, wie es nach mir ruft. Ist irgendwas. Ich spüre, wie es nach mir ruft. Das sind die Verbannten? Bestätigt. Die riechen ja noch schlimmer, als ich dachte. Du kannst sie riechen? Sensoren in ihrer Rüstung riechen. Und ich analysiere die Daten. Sie riechen übrigens gut. Da drüben. Das ist die Quelle. Die Brücke ist aus. Ja, das stimmt. Vielleicht gibt es hier was, um sie zu aktivieren. Sie werden dir eine andere KI geben. Vielleicht ein anderes Cortana-Modell, wenn Horsey es zulässt. Das werde nicht ich sein. Das weißt du, oder? Ist das sicher? Ich glaube schon. Ja. Ist es. Das ist ein Teil von mir. Ich weiß nicht wieso. Ich weiß nicht wie, aber das bin ich. Der letzte Teil, der gelöscht wurde. Lassen Sie. Sie sind hier, weil Sie auserwählt wurden. Unsere Feinde werden mit jedem Tag klüger und zahlreicher. Was ich Ihnen jetzt zeige, wird helfen, das Blatt zu wenden. Ich arbeite daran, die strategischen Möglichkeiten einer Schiffs-KI aufs Schlachtfeld zu bringen. Sind Sie bereit? Ja, Dr. Horsey. Anders als alte KI-Modelle sitzt sie zwischen ihrem Verstand und dem Anzug, mit direktem Kontakt zu ihrer neuralen Schnittstelle. Sie ist wie ein zweites Paar Augen, das ihre Reaktionen unterstützt, sowie ihre Aufklärungsmaßnahmen. Sie hat keine Kontrolle, kann aber die Chancen ausgleichen. Wie soll ich sie nennen? Fragen Sie sie? Das hat sie selbst entschieden. Hallo, Master Chief. Ich bin Cortana. Gemeinsam sind sie unsere neue Hoffnung. Gemeinsam sind sie der Schlüssel zum Überleben der Menschheit. Sie wird alles tun, was nötig ist, um den Erfolg ihrer Mission zu gewährleisten.
Sogar wenn sie sich dafür selbst opfern muss. Oder sie. Was ist passiert? Ich habe es berührt und... War das real? Es sind nur Daten. Es ist einfach da. Ansammlungen rekursiven Codes. Das hier dagegen ist das Gerüst, mit dem ich Cortana einfing. Es enthält eine Kopie des Aktivierungsindex, zumindest Fragmente davon. Was sollen wir damit tun? Brauchen wir ihn? Naja, nach dem, was Sie mir bisher erzählt haben, ist die wichtigere Frage, tun die Verbanden das? Tu es. Das war... krass. Gehen wir. Habe ich was verpasst? Eine Datei wurde entsperrt, aber ich habe keinen Zugriff. Wir brauchen einen Weg hier raus. Okay, mal sehen. In der Nähe ist ein Durchbruch. Sollte zur Oberfläche führen. Nur einen Moment, dann aktiviere ich diese Brücke. Wir haben Gesellschaft, Chief. Treffen Sie mich am Sockel da vorne. Wow, das ging schnell. Sie scheinen nicht gerne zu trödeln, was? Nein. Ist notiert. Dann los. Gefallener Kämpfer!
nein. Was ist los? Der Schwerkraftlift sollte betriebsfähig sein. Wir müssen ihn irgendwie wieder in Betrieb nehmen. Dieses Objekt? Es speist den Ring mit Energie. Ein sogenannter Energiekern. Aller Raum, aller Zeit, die Sterne wachsen, zusammenfallen, enden, den längeren, kürzeren Zweck erfüllen. Die Hungrigen endlich gut genährt. Chief, halt! Wie ist... Ist das ein Spartan? Finden wir raus, was passiert ist. Sie hatte ein verbessertes Schildmodul. Mal sehen, was ich herausfinde. Datenladen. Das ist Spartan Bonita Stone. Aufklärerin. Seit fast einem Monat keine Vitalzeichen mehr. Todesursache war ein Partikelschwert, aber anders, stärker. Auf einen Schlag. Sie hat es kalt erwischt. Wir sind da. Der Aufzug sollte uns an die Oberfläche bringen. Der Aufzug sollte uns an die Oberfläche bringen. Get back!
müssen den Aufzug herabrufen. Suchen Sie ein Bedienterminal. Aufzug bezieht seine Energie aus dem Ring. Nun, früher, der Kern fehlt leider. Was ist das alles? Genetische Archive. Blutsfetter Speichermedien. Silexe. Woher weißt du das? Ich saß in diesem Raum 6 Monate mit ihnen. Das sollte reichen. Gehen wir zurück zum Aufzug. Aktivieren wir das Dock. Von den Blutsvätern. Das waren die Verbannten. Kannst du es bedienen? Sogar im Schlaf. Nicht, dass ich je schlafe, aber... Oh, gar nicht nötig. Er ist schon unterwegs nach unten. Feinde. Aber wenn es Freunde sind? Ist es nicht. Escherums Befehl lautet, dass du zu ihm geschafft werden sollst. Er hat nicht erwähnt, in wie vielen Stücken. Selig. So wie er aussieht, war er eine Art Anführer. Sie nannten ihn Dremonius. Hat sich erledigt. Das ist schon fast komisch. Schiffe nähern sich ihrer Position. Die haben sie im Visier. Sierra 117, verstanden. Ich habe versucht, sie zu erreichen. Sie waren weg. Ich dachte schon, ich... Okay, hab ihre Position. Bin unterwegs. Bereit machen.
noch ein Silex. Dieses Mal offen. Was da wohl drin war? Noch ein Problem. Warum so zynisch? Ist vielleicht was Gutes. Glaub mir, ist es nicht. Wie kommen wir hier raus? Ein Terminal, da drüben. Nur einen Moment. Von hier aus müsste ich die Kontrolle übernehmen können. Also ist Fremonius gefallen. Ein Opfer der Macht des Master Chiefs. Doch täuscht euch nicht. Er war nicht der Beste der Verbannten. In keiner Hinsicht. Es scheint mir so, wir wurden einander nicht vorgestellt. Aber natürlich kenne ich dich, Spartan. Deine Legende, die Furcht, die du erweckst, ist beeindruckend. Die Hoffnung, die du in den Herzen deinesgleichen erweckst. Trügerisch. Du sollst auch meinen Namen kennen. Und auch meine Legende. Wie sonst sollst du um Gnade flehen? Ich bin Asheron, Kriegshäuptling der Verbannten. Dies ist jetzt meine Welt. Und dir bleibt nur noch wenig Zeit darin. Monster, die uns umbringen wollen. Sie müssen einen Landeplatz für mich freimachen. Angreifer.